Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Gärtnerei Reisner. Heute ist es noch recht früh, 7 Uhr um genauer zu sein. Heute werden wir alle unsere Pflanzen mit effektiven Mikroorganismen besprühen. Die Mikroorganismen können dann langsam ins Blatt einziehen, bevor die ersten Sonnenstrahlen direkt auf die Pflanzen auftreffen. Die ersten Jungpflanzen haben wir vor 3 Wochen eingetopft. Da die Triebe und Blätter jetzt aber noch sehr weich sind und noch sehr anfällig auf zum Beispiel Pilzkrankheiten sind, verwenden wir eine große Anzahl von verschiedenen effektiven Mikroorganismen, um diesem Problem vorzubeugen. Wie man sieht, jetzt kommt schon die Sonne heraus und jetzt müssen wir uns beeilen. Bei uns werden 8 verschiedene EM-Produkte der Firma Multikraft miteinander vermischt und über ein Motorsprühgerät über unseren Pflanzen ausgebracht. In den Tank passen 13 Liter rein. Zu Beginn füllen wir jedoch nur wenig Wasser ein, damit sich unsere ersten beiden Zutaten besser vermischen. Die sind nämlich pulverförmig. Da kommen jetzt jeweils 6,5 Gramm rein. Das ist ungefähr ein gestrichener Esslöffel. Jetzt wird der Tank weiter aufgefüllt, damit sich das Pulver einmal gut mit dem Wasser vermischen kann. Und bevor der Tank jetzt ganz voll ist, jetzt kommen die flüssigen Mikroorganismen dazu. Als erstes kommt Babyblatt dazu von den flüssigen. Hier kommt am meisten rein, 260 Milliliter. So, jetzt sind alle Zutaten drinnen und jetzt wird der Tank komplett mit Wasser aufgefüllt. Unsere Rezeptur ist jetzt fertig und jetzt kann es losgehen. We'll be right back.
Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie wir unsere Pflanzen mit effektiven Mikroorganismen besprühen, um sie zu stärken und vor Krankheiten zu schützen. Diese Anwendung wird hier bei uns übrigens einmal wöchentlich durchgeführt. Für den Haus- und Hobbybereich empfehlen wir Schachtelhalmextrakt gegen Pilzerkrankungen und Brennnesselextrakt gegen Schadinsekten. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!